Eins der neuen Features in Affinity Designer ist die Auswahl von Ähnlichem. Das hört sich erstmal nicht so ganz klar an, was es ist, ist aber eigentlich ganz einfach. Wir haben hier zum Beispiel verschiedene Formen, die aber gewisse Eigenschaften miteinander teilen. Manche haben die gleiche Farbe, manche die gleiche Form, manche die gleichen Konturen oder Konturfarben. Und wenn ich mir jetzt die Sachen nicht einzeln aus den Ebenen hier raussuchen möchte, kann ich diese neue Funktion nehmen. Dazu aktiviere ich das Verschieben-Werkzeug, tappe hier unten auf die Seite 2 und habe dann hier unten gleiches Auswählen. So, ich wähle jetzt einfach mal hier die Raute aus und ich will jetzt alles haben, was die gleiche Füllfarbe hat. Dafür wähle ich dann hier Füllungsfarbe, einmal auf Auswahl erstellen und schon sind die Sachen markiert. Das heißt, ich kann die auch Sachen hin und her schieben und im Ebenendialog sind beide auch ausgewählt. Probieren wir es nochmal mit den Formen aus. Zum Beispiel, ich will jetzt mal alle Kreise haben. Ich wähle einen Kreis aus, wähle hier unten steht dann Form, auswählen und dann habe ich hier alle Kreise. Das gleiche geht natürlich auch mit den Konturfarben oder Konturdicke. Hier wähle ich mal diesen Kreis mit der Kontur aus und ich will jetzt die gleiche Konturfarbe haben, die hier. Auswahl erstellen und ich sehe, dass hier die 3, 4 Elemente mit der weißen Konturfarbe ausgewählt sind. Somit ist es möglich, auch in aufwendigen Zeichnungen mit vielen Ebenen ähnliche Elemente auszuwählen und dann auch zu verändern. Denn das geht ja natürlich auch. Ich wähle die nochmal aus und sage, jetzt möchte ich gerne die Konturfarbe in einen zarten Hellgrün haben und dann kann ich alle in einem Rutsch verändern. Ich mache die vielleicht mal hier rot oder ich gehe mal kurz eben zurück auf die Farbfelder, damit das ein bisschen klarer ist. Und hier sieht man, kann ich beliebig die Farben ändern. Es gibt jetzt auch ein ganz neues Werkzeug, das nennt sich Umrandung und damit kann ich, wie der Name schon sagt, Umrandungen um Formen herumlegen, sie vergrößern und verkleinern. Aber wir gucken das uns direkt einmal an. Dazu zeichnen wir erstmal eine Form mit dem Zeichenstift. Hier mal beliebig ein paar Punkte, eine Kurve. Schließen das damit ab. Dann geben wir dem Farbe. Und jetzt fügen wir eine Umrandung hinzu. Sobald ich das Werkzeug aktiviert habe, wird die Form markiert und ich kann mit Ziehen die Umrandung gestalten. So. Dann habe ich hier unten verschiedene Werkzeuge. Ich kann sagen, will ich zum Beispiel einen abgeschrägten Rand haben oder Gärung, dann werden die spitzen Punkte und die Kurven halt mit übernommen. Und ich kann sagen, ob ich den inneren Bereich ausgefüllt haben will oder nicht. Das kann ich zum Beispiel mit Öffnung. Und das kann ich dann halt noch ein bisschen feintunen, sagen wir so. Damit hat man halt viel gestalterische Möglichkeiten, wie man seine Formen gestaltet, die sonst mit den bisherigen Werkzeugen halt mit sehr viel Aufwand nur erstellt werden können. Als nächstes gucken wir uns die globalen Farben an. Globale Farben sind ganz praktisch, weil ich definiere meine Farben, zeichne damit meine Elemente und wenn ich später sehe, dass ich Anpassungen in dieser Farbe brauche, brauche ich nur die Farbe ändern und alle Vorkommen in meinem Dokument sind geändert. Wir legen jetzt einfach mal eine an, dafür rufen wir das Farbstudio auf, gehen auf Farbfelder. Dann hier oben in das Menü globale Farbe hinzufügen. Und dann nehmen wir mal hier die Farbe und benennen die schnell hier um in Farbe 1. Und dann globale Farbe hinzufügen. So, jetzt male ich mal hier ein paar Formen rein, zum Beispiel ein Rechteck. Fülle die und malen wir noch eine Raute.
Jetzt nehmen wir jetzt hier nochmal ein Dreieck. So. Das Dreieck nehme ich eine andere Farbe für. Zum Beispiel machen wir hier mal ein dunkleres Grün. So. Jetzt fällt mir auf, dass ich von den beiden Elementen, von dem Rechteck und von der Raute, die Farbe ändern will. Das habe ich zum Glück mit einer globalen Farbe belegt. Das heißt, ich gehe auf die Farbfelder zurück, rufe hier die globalen Farben auf, presse lange drauf, kann sagen bearbeiten und verändere jetzt einfach den Wert in ein helleres Blau. Das nächste Feature ist leider nicht aktiv, sobald ich einen Screencast mache. Also kann ich es nur erzählen und einen Screenshot dabei zeigen. Wenn du ein externes Display per HDMI-Kabel oder per AirPlay angeschlossen hast, kannst du das Ergebnis oder deine aktuelle Arbeit halt auf einem großen Display anzeigen lassen. Und somit hast du den großen Vorteil, dass du abseits des iPad-Displays schon dein Ergebnis in groß sehen kannst und schauen kannst, wie die Wirkung auf so einem Display ist. Die Konfiguration dazu machst du halt in dem Navigator Studio und da kannst du genau sagen, welchen Bildschirmbereich auf dem Display angezeigt werden soll, in welcher Zoomstufe und in welcher Position. Die letzte Neuerung, die ich vorstellen will, ist die Vorschauanzeigen beim Export. Das hört sich erstmal nach nichts Weltbewegendes an, kann aber ganz hilfreich sein, vor allen Dingen, wenn man nur Teil einer Zeichnung oder einer Illustration exportieren will. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir wählen hier einfach die beiden Sachen aus, wählen dann Export und wählen hier einmal aus Auswahl ohne Hintergrund. Jetzt, wenn ich mir die Vorschau ansehe, sehe ich den Hintergrund ganz in schwarz, das bedeutet, er ist transparent, im Gegensatz zu Auswahl mit Hintergrund, wo man den etwas helleren Hintergrund von meinem Artboard sehen kann. Allerdings ist die Vorschauqualität sehr mau, das hat aber keinen Einfluss auf die Qualität, wie Affinity Designer letztendlich die Zeichnung exportiert.